Ja, hallo lieben Christian Schemmer, Paterbock, Beziehungscoach und so weiter und so fort. Und ja, diesmal Video-Newsletter. Heute geht es mal wieder um das wunderbare Thema: Bin ich zu streng? Hat mein Partner vielleicht nicht genug Polarität? Und genau, nächsten Monat, 1. Februar, geht wieder einiges los bei uns: Selbstliebe-Challenge, Advance, Wohlfühl-Challenge, Trauerkurs, die neue Mental-Health-Reihe. Und wir haben auch noch Plätze, vor allen Dingen in Hamburg, zu diesem Mini-Bootcamp, sage ich mal. Alles auf liebeschipp.de. Hallo Christian, ich melde mich nochmal bei dir. Ich hatte im Sommer eine Frage zu meiner damaligen, gerade beendeten Beziehung gestellt mit meinem eventuell bindungsängstlichen Ex, der zum Beispiel seinen Geburtstag nicht mehr mit mir feiern wollte. Gut, ich kann mich jetzt an diese E-Mail nicht speziell erinnern, aber jetzt hatten wir hier jemand, der jemand bindungsängstliches gedatet hat scheinbar. Oder eventuell bindungsängstlich. Das heißt, diese Zuschauerin wird dann im Pluspol gewesen sein. Und ich sag's ja immer wieder, ich glaube, die allermeisten Menschen oder viele Menschen auf meinem Kanal haben eigentlich auch mit Bindungsangst zu tun. Das merkt man aber erst, wenn man die entsprechenden Leute datet, die auch Nähe zulassen wirklich. Gucken wir mal, wie es jetzt ist. Die Beziehung hatte ich ja beendet und so weiter und so fort. Nun war ich 5 Monate mit mir alleine und bin immer noch am Loslassen, an mir arbeiten, habe auch einen deiner Kurse gemacht, bin für mehrere Monate ins Ausland und empfinde mich gerade jeden Tag neu. Hier wurde ich online von meinem Mann angeschrieben und wir haben uns für ein Date verabredet. Tolle Gespräche, zusammen lachen, er stellt interessiert Fragen, schönes Treffen, zu einem Drink endete bei einem kleinen Spaziergang und Küssen von ihm initiiert. Ein zweites, drittes, viertes, fünftes Date folgt und auch weitere Körperlichkeiten. Eigentlich alles schön. Ja, eigentlich alles schön. hab jedes dieser Dates genossen, die Zweisamkeit und so weiter. Er hat mich auf einmal auf der Arbeit überraschend besucht und ich habe mich aufrichtig gefreut. Aber es gibt zwei Dinge, die mich wirklich stören. So, dann schauen wir doch mal, was da jetzt für schlimme Sachen drin sind. Und bevor ich das hier vorlese, sage ich nochmal, denk mal dran, was Leute hier, die mir schreiben, bereit sind zu tolerieren von ihren egoistischen, bindungsängstlichen, meinetwegen im weitesten Sinne des Wortes narzisstischen Partnern, was sie alles mitmachen, wie schlecht die behandeln, was man noch alles akzeptiert, noch eine rote Flagge, noch eine rote Flagge. Und jetzt haben wir jemand, der ist jetzt plötzlich, das passiert ja oft so, auf die andere Seite gerutscht, scheinbar. Und da muss man halt aufpassen, dass man nicht mit Überstandards anfängt, ne? Dass man nicht genauso wird wie die Leute, also ich genauso jetzt nicht, aber so in eine ähnliche Richtung geht wie die Leute, die man vorher gedatet hat. Schauen wir mal, was dieser Mann für schlimme Sachen macht. Erstens hat er einen anderen Bildungsstand und keine Lehre abgeschlossen. Ey. Ja, also ich kann immer wieder sagen, ich kenne Leute, die haben gar nichts, weiß nicht, ob die überhaupt Hauptschule haben und verdienen sich dumm und dämlich, einfach weil die gute Unternehmer sind. Also das sagt gar nichts. Das sagt auch nichts aus über die Mission, also klar, das ist, jetzt kann man bei allen diese Sachen, die ich jetzt vorlesen werde, kann man haben, diesen Standard, das ist auch total okay. Wie gesagt, die Frau, würden jetzt meine Red Pill Leute, die immer meine Videos gucken, würden sie sagen, siehste, Hypergamie der Frau und ja, aber ich finde es auch ein bisschen Überstandard, also ganz ehrlich, also wenn das ein cooler Typ ist und der eine Mission hat und der ein, was weiß ich, vielleicht ein Business hat, was Millionen verdient, aber nur hat irgendwie keine Lehre gemacht, drauf geschissen. Oder wenn er der coole, was ich mal wieder sage, Jazzpianist in der Hintereckbar ist, dem alle gern zuhören, ist doch wunderbar. Meiner Ansicht nach ist Mission entscheidend. Das hat aber mit Lehre eigentlich gar nichts zu tun. Du kannst auch eine Lehre haben oder ein Studium und trotzdem überhaupt keine Mission haben. Ne? Also das verstehe ich jetzt und ist auch alles in Ordnung. Nur das ist halt das Problem, wenn man dann datet mal jemand Nettes und dann findet man 1000 Gründe, warum man nicht daten will, wenn man vorher 1000 Gründe gefunden hat, wo man vielleicht toxischen Konstrukten bleiben will. Das ist crazy, ne? Okay, also keine Lehre, gut. Was haben wir denn noch Schönes? So. Das bemerke ich schon öfters in Gesprächen und das stört mich. Das zweite stört mich noch mehr. Er ist sehr oft unsicher. Ja, klar, ist natürlich nicht polar, ne? Okay, schauen wir mal. Fragt, sollen wir das machen oder das? Kann sich bei kleinsten Dingen nicht entscheiden. Selbst beim Essen gehen tut er sich schwer bei der Auswahl.
Ja, das ist jetzt auch so eine Sache, kann ich total verstehen. Ich war auch in Konstrukten, wo die Frauen mir das auch, also bevor ich so durch meine Datinglehre gegangen bin, ja, ich habe auch so Frauen gedatet, die, mein Gott, weißt du nicht, was du willst, weiß nicht, ob du italienisch, griechisch essen willst, und würde ich heute auch nicht mehr fragen, muss ganz ehrlich sagen. Trotzdem weiß ich auch, dass es Frauen gibt, die juckt das einfach nicht. Die finden einen gut und dann weißt du halt mal nicht, wo du hingehen willst. Und also worauf ich ein bisschen hinaus will, man kann diese E-Mail aus zwei Seiten sehen. Man kann sagen, keine Polarität, ne? Und das kannst auch nur du wissen letztlich, ne? Oder man kann sagen, vorher hast du vielleicht alles Mögliche akzeptiert und muss man jetzt so streng sein, kann man es nicht mal laufen lassen, kann ja auch mal sagen, Mensch, frag mir nicht so viel. Also für mich ist es so 50-50, die Idee, man kann es so sehen wie so ein Vexierbild, man kann es so sehen, man kann es so sehen, ne? Musst letztlich du entscheiden, ne? Er schreibt mir jeden Tag schon morgens und unentwegt. Ja, also unentwegt schreiben ist definitiv fast das Schlimmste, was man machen kann. Aber morgens mal schreiben wünschen sich viele Frauen, ne? Und ja, also ich kann es verstehen. Ich glaube auch, er macht das ein bisschen viel. Aber ich würde auch gerne mal die andere Sicht mit reinbringen, dass man irgendwie so komisch über, ja, wie soll ich mal sagen, übermotivierter wird irgendwie und ja, zu streng wird eigentlich, ne, mit den Männern so, ne? So, bin ich jetzt etwa minuspolig? Ja, also ich könnte mir beides vorstellen und ich kann wirklich nicht sagen, zu welchen Anteilen. Vielleicht bist du ein bisschen minuspolig unterwegs, weil das einfach ein netter Kerl ist. Auf der anderen Seite ist er auch, ja, muss ich auch sagen, wenn er so viel schreibt, ein bisschen zu sehr pluspolig unterwegs für einen Mann, drückt dich in Minuspol. Gleichzeitig ist dieses Pluspolige beim Mann nicht polar. Ja, letztlich musst du es wissen, wenn es einfach nicht vibet genug, da ist es eben so, aber pass auf, dass du nicht zu streng wirst, ne? Oder vermisse ich etwa das Drama, was ich eigentlich nicht glaube? Drama. Wenn man Drama gewöhnt, ist es unheimlich schwer, das abzustellen, dass man das nicht mehr haben will. Also, weiß es nicht. So bauchgefühlmäßig will ich mir vorstellen, vielleicht vermisst du auch ein bisschen das Drama, ja. So schön alles andere ist, ich möchte einen Mann, der selbstsicher auftritt und Dates plant, nicht ich. Hab sogar mal einmal das Essen bezahlt, weil er nicht zu Potte kam. Das wiederum kann ich überhaupt nicht verstehen. Also bei 5 Dates kannst du natürlich mal das Essen bezahlen. Also wenn du jetzt, aber das geht genau in die Richtung, was ich so ein bisschen meinte am Anfang der Mail. Man findet 1000 Gründe, ja, hat einmal das Essen nicht bezahlt, weiß ich nicht, einmal zu viel geschrieben. Und das wollte es auch gerne mal froh lösen, wenn ich das immer wieder höre von Leuten, die sagen, mein Gott, ich treffe niemand, und dann frage ich die und dann sagen die, ja, der hat beim ersten Mal hat er Hallo geschrieben, da waren wir gleich raus, und dann sieht man auf einmal 1000 Standards, aber irgendwelche, weiß ich nicht, Bad Guys, da wird dem mit alles verziehen, irgendwie so. Also da müsst ihr wirklich gucken, weil natürlich kannst du bei 5 Dates mal zahlen, da kannst du auch 2-mal zahlen, also finde ich, wird zu weit gehen, also da würde ich als Mann echt denken, ey, Alter, muss ich jetzt jedes Mal bezahlen? Das kann auch nicht sein, irgendwie. Ja, also das finde ich schon ein bisschen streng, ne? Muss ich echt sagen, ne? Jetzt frage ich mich doch, ob ich hier nicht so hohe Ansprüche stelle. Ja, ich glaube schon, das ist ein Teil des Problems, aber vielleicht nicht alles, ne? Wenn doch alles sich gut anfühlt und es dann einfach nicht passt. Hast du eine Erklärung für mich? Ja, ich denke, ich habe die verschiedenen Anteile jetzt genannt. Dann musst du selber weiter gucken, das kann ich aus der Ferne jetzt auch nicht sagen, ne? Welchen Anteil jetzt was hat. Mich hat das ziemlich durcheinander gebracht, aber ich möchte auch keine weitere Zeit an den falschen Partner verschwenden und denke ich, dass ich trotz des Schönes weiterziehen sollte. Also wenn du es nicht mehr fühlst, das ist ja, man, gerade wenn Menschen einen Bindungstyp haben, den man nicht kennt, sollte alles andere passen, sonst knallt man komplett in die Bindungsangst rein, ne? Würde mich bei einer Einschätzung freuen, bedanke mich für deine tolle, authentische Arbeit. Sehr gerne und wir sehen uns bald wieder. Ciao, ihr Lieben.